So, Freunde, ich habe mir gerade hier ein Bier aufgekorkt und bin dabei, die ganze Ausrüstung von meiner Teneré abzubauen, beziehungsweise zu gucken, was mit zurück nach Deutschland gekommen ist. Und dachte mir, ey, wenn ich jetzt schon mal hier rumsitze und hier ein kühles Alkoholfreies trinke, dann kann ich euch auch daran teilhaben lassen. Und ich schwenk mal kurz um. Hier sieht es aus wie nach einem Bombeneinschlag und ja, da ist meine ganze Ausrüstung. Und die Idee ist jetzt, euch mal ganz, ganz kurz eine Einführung zu geben, was ich mit dabei hatte in Tunesien, was so meine, ja, teilweise meine Basisausrüstung ist auf allen Reisen, die ich mache. Und ja, vielleicht sagt ihr auch, ey Mann, der hat so viel Kram dabei, das ist ja unglaublich. Aber ich denke mal, dass ich schon ziemlich, wie sagt man, lightweight unterwegs bin, Baby. Und ja, jetzt quatschen wir viel zu viel. Ich würde sagen, Schleichwerbung für Oettinger. Hier steht die Karre. Wie gerade schon im anderen Video erwähnt, komplett zerstört. Also nicht komplett, aber schon echt in Mitleidenschaft gezogen. Und wir gucken uns jetzt erstmal die Ausrüstung an. So, hier ist eigentlich alles, was ich dabei hatte in Tunesien. Das war nicht alles dabei an dem Tag, wo ich verunglückt bin. Ein paar Sachen hatte ich noch im Camp gelassen. Aber im Groben und Ganzen ist das alles, was ich auf so einer 4 Wochen Motorradtour mitnehme, die halt sehr Offroad-lastig ist, wo man aber auch verschiedene, nein, nicht Klimazonen, aber bestimmte Wetterbedingungen abdecken muss. Von nass, kalt bis brechend heiß. Also fangen wir mal hier vorne an. Also ich habe das jetzt nicht so hübsch aufgearbeitet hier und fangen wir mal hier an. Hier liegt eigentlich mein Fahrershirt. Und das sah nicht immer so aus. Das ist praktisch in Tunesien, ich glaube im ersten Krankenhaus, als es das erste Röntgenbild gab, zerschnitten worden. Ich habe auch gesagt, ey, schneidet mir das Ding vom Körper, hier versucht nicht das auszuziehen, bei mir war ja alles gebrochen auf der linken Seite. Von daher, Lied, ja, noch was für die Erinnerungswand neben meinem Helm. Aber los geht's. Ja, Schutzausrüstung. Hier, ich habe einen Level 2 Protektor, das heißt mit Schulter-, Brustprotektor, Rückenprotektor etc. pp. Keine schlechte Sache, ist der SafeMax, gibt es glaube ich bei Polo für 120 Euro. Habe ich schon seit bestimmt 4 Jahren. Dann hatte ich Knieorthesen an. Da scheiden sich halt die Geister, ob man auf so einer Offroad-Tour sowas braucht oder nicht. Ich persönlich muss sagen, ich habe mich ja langgelegt, ziemlich hart mit dem Motorrad. Und meine Beine, Knie etc. nichts abbekommen. Die Hose war zerrissen. Gibt es auch richtige Abschürfungen an den Orthesen, aber mir ist an sich nichts passiert. Dann habe ich auch vernünftige Motocross-Stiefel dabei gehabt. Also wirklich robuste Schuhe. Kann ich jedem nur empfehlen, mache ich seit Jahren. Auch wenn es mal regnen sollte, was hier durchaus vorkommt, gerade im Norden von Tunesien oder wir wollten ja nach Sizilien auf den Tet und nach Sardinien auf den Tet. Da braucht man auch ein bisschen Schutz für die Beine und wenn es dann wirklich mal regnen sollte, habe ich eine andere Lösung und zwar habe ich hier diese Sealskins, also wasserdichte Socken. Ja, da schwöre ich drauf. Ich habe auch mal eine Zeit lang probiert mit anderen Motorradstiefeln, mit den Alpine Stars Tech 7 Drystar oder wie die hießen, da war ich ja mit in Georgien und in der Türkei, das war echt grauenhaft, die hat immer nasse Füße und das teilweise bei Gletscherwasser, ne? Also keine coole Sache. Dann hier noch ein wasserdichtes Höschen von Revit, genau. Dann habe ich von Revit hier noch eine Jacke, die ist auch wasserdicht, die ist auch wasserdicht, das ist diese Komponent 2 müsste das sein, genau, schön in Sahara-Farm gehalten. Soweit zu meiner, sag mal, Schutzausrüstung, was es gegen Nässe betrifft. Dann geht es hier weiter. Das ist meine, ja, Erste-Hilfe-Ausrüstung. Hier sind eine Menge Sachen drin, die packe ich jetzt nicht alle aus. Also von Painkillern etc. pp. Und auch teilweise Spritzen und sowas. Dann hier ein bisschen Verbandzeug. Klopapier, ultimativ wichtig. Dann so eine kleine AK-Schiene hier. Die man bei einem gebrochenen Arm etc. oder besser gesagt Handgelenk ist. Das ist eine relativ kleine. Genau ist die Größe. Müsste die S sein. Also fürs Handgelenk ist jetzt nicht für den ganzen Arm geeignet. Sowas hatte ich dabei, habe ich nicht gebraucht, weil ich wurde ja dann direkt ins Krankenhaus transportiert. Aber für kleinere Sachen ist hier eine ganze Menge drin. Ja, wir waren ja auch erkältet eine Woche vorher und ja, das ist alles hier drin. Dann geht es weiter zum Camping. Wir haben ja auch unterwegs gecampt. Das ist ein ganz normaler Schlafsack. Das ist der G80 von Carinthia. Der geht, glaube ich, runter bis knapp 0 Grad Komforttemperatur. Ja, das kann ich auch jedem empfehlen. In der Wüste war es dann auch teilweise empfindlich kalt in der Nacht. Das war ja erst Ende Februar.
Dann ein Reisekopfkissen zum Aufblasen. Hier ist mein Zelt. Das Wechsel-Exogen 1 war das. Also ein Ein-Personen-Zelt, ziemlich leicht, mit nur 1,4 Kilo. Dann geht es weiter. Ja, einen Helm hatte ich dabei, den werde ich jetzt aussortieren. Ein Motocross-Helm mit Brille. Da bin ich jetzt ziemlich hart eingeschlagen. Hier hängt doch überall noch der Sand drin, weil ich lag ja dann in den Dünen. Der ganze Sahara-Sand. Aber ja, für jeden, der mal wirklich hart einsteckt mit einem Helm, ich kann euch nur raten, das Ding auszusortieren. Ist halt, ja, muss eingepreist sein in so eine Tour. Handschuhe, das sind jetzt hier auch wasserdichte Handschuhe, die ich dabei hatte. Ich hatte auch normale Motocross-Handschuhe, dünne Handschuhe, die habe ich jetzt hier nicht zu liegen. Brille hatte ich schon gesagt. Ich hatte noch ein Ersatzglas dabei, und zwar ein schwarzes. Habe ich auch nicht gebraucht. Ja, zur Not fährt man mit einer Sonnenbrille. Muss dann jeder für sich selber entscheiden. So, hier geht es dann weiter. Das ist von Giant Loop. So ein Behältnis, was echt eine super kleine ein super kleines Packmaß hat. Und da habe ich Wasser drin. Ich glaube 2 Liter Wasser, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Habe ich auch mit dabei gehabt in der Wüste. Ja, hier haben wir 2 Satzschläuche, die ich dabei hatte. Auch ganz wichtig. Ein bisschen Kettenöl. Das ist eine kleine Säge. Hier habe ich einen Ersatzkupplungshebel dabei. Das ist auch von Adventures. So eine, ja, steht auch drauf, Offroad Use Only. Das ist so eine Gasklemme für längere Etappen. Und hier sind eigentlich verschiedenste Sachen drin. So ein Flickzeug, ein Trailstand, Reifenpaste. Also alles, was man braucht, um dann halt auch den Schlauch, wenn er mal ein Loch drin hat, zu wechseln oder zu flicken. Hier gibt es nochmal was für Luftfilter. Bits und Bytes, Schlüssel, Formstahl. Ich brauche das jetzt nicht alles aufzählen. Also ich denke mal, wenn ihr mit dem Moped unterwegs seid, dann werdet ihr sowas auch wissen. Hier ist eine Akkupumpe. Und als Backup habe ich auch noch eine normale Pumpe. Und damit fahre ich eigentlich bisher ganz gut. Die pumpen auch bis zu 10 Bar. So, genau, hier auch nochmal ein Reifenprüfer. Gerade wenn ihr mal die Luft runterlasst in der Wüste, ne, müsst ihr auch wissen, wie viel Luft ihr noch drauf habt. So eine Heiztücher hatte ich 3 Stück dabei. 2 ganz dünne und ein dickeres. Eine Mütze fürs Camp, für die Wüste, wenn es abends kalt wird, oder halt im Norden, wenn es verregnet ist. Dann hier Wechsel-T-Shirts, Schlüppi, Socken. Ich hatte noch mehr Schlüppi dabei, also keine Angst, ich hatte nicht nur einen Schlüpper dabei. Die sind jetzt schon in der Wäsche nach dem Unfall. Eine kleine kurze Hose, ein Handtuch, das ist praktisch mein Kulturbeutel. Der liegt jetzt auch nicht mit dabei. Da hatte ich halt Rasierzeug drin und ein bisschen Haarwäsche. Was man jetzt braucht als Mann von Welt, mitten in der Sahara. Hier jetzt auch nochmal eine kleine warme Hose, die habe ich eigentlich immer für den Himalaya dabei, also die kann man auch fürs Motorrad vornehmen. Also es sagt ja keiner, eine Berghose darf man nicht fürs Motorrad vornehmen. Das ist hier meine Isomatte, genau, liegt ja ein bisschen falsch, die müsste hier sein, also auch eine ultraleichte Isomatte. Dann auch fürs Camp ganz entscheidend, würde ich auch jedem empfehlen, eine vernünftige Stirnlampe mitzunehmen, die auch eine längere Laufzeit hat. Und hier geht es eigentlich mehr darum, ja, es ist halt das Kamera-Equipment, die ganzen Halterungen. Die waren ja auch montiert am Motorrad, sieht man ja auch beim Crash hier, die haben einiges abbekommen. Ja, ein Akku halt auch dann für die Wüste, wenn es mal ein bisschen eng wird mit Laden etc. pp. Ja, Kleinigkeiten halt, noch irgendwelche Kabellinien drin, mein abgebrochener Spiegel mit meiner Quadlock-Halterung, dadurch hätte mein Handy dran. Ja. Ja, Ersatzschlüsse, Ersatzpapiere, sowas war ja auch noch dabei. Und das Ganze war halt, oh nein! Mein Bier ist umgekippt. Also ich bin echt kein Säufer, keine Angst. Ich trinke nur mal ein alkoholfreies Bier, weil es mir schmeckt. Das Ganze war hier verpackt. Ich hatte also diese kleinen Crashbar-Taschen hier. Dann die Enduro-Star am Blizzard XL. Die nutze ich eigentlich immer zusammen mit diesen Innentaschen, weil ich das halt für die Organisation, also für das, sag mal, ist sehr aufgeräumt da drin. Du kriegst es schnell raus, und wenn du mal im Hotel übernachtest, brauchst du nicht alles abpacken, auspacken bzw. die Taschen abschneiden, sondern nimmst einfach nur die Innentaschen mit. Ja, dann hatte ich hinten diese Gepäckrolle. Das ist eine 50 Liter von Iron Geos. Kann ich echt empfehlen. Gutes Produkt. Die andere Seite, genau, das wollte ich noch zeigen. Und hier hinten drunter geschnallt war dann mein Erste-Hilfe-Pack. Das heißt, da war dann das ganze Zeug, was ich vorhin aufgezählt habe, mit drin. Ja. Dazu dann halt noch eine kleine Lenkertasche.
Das ist die hier, die habe ich noch gar nicht aufgemacht. Das heißt, der ist jetzt live dabei. Was habe ich denn da drin? Okay, Luftfilteröl. Rechnungen von irgendwas. Und hier habe ich noch ein bisschen Sand aus der Sahara. Na, nicht schlecht. Und der andere Sand aus der Sahara, der liegt überall verstreut im Motorrad, am Motorrad. Ja, zum Beispiel hier drin in meinem Luftfilterkasten bzw. im Batteriefach. Ja, aber das Video über das Motorrad habt ihr euch ja sicherlich schon angeschaut. Und wenn nicht, dann halt holt das gerne nach. Ja, was war noch zu sagen genau? Das war's eigentlich. Also mehr Kram hatte ich nicht dabei. Ja. Also ihr könnt ja mal in die Kommentarbox schreiben, ob das jetzt super viel Equipment war für, sag mal, für 4 Wochen Geländetour. Ich persönlich sage nein. Was ich jetzt nicht doch nicht, genau, das hatte ich noch vergessen, Montiereisen. Die sind jetzt hier nicht mit dabei. Die habe ich noch rausgepackt gehabt, beziehungsweise der Dirk, er ist ja dann auch weitergefahren, zurück nach Deutschland. Und er braucht natürlich auch noch ein Backup, also Montiereisen, der hat die dann mitgenommen. Die liegen noch bei mir in Potsdam. Und ansonsten hatte ich noch hier so einen kleinen Schlüssel, auch von Adventures. Das ist jetzt hier ausgerissen beim Crash, ne? Aber halt diesen Schlüssel, um halt Vorderrad, Hinterrad auszubauen. Ne? Also auch ein ganz nützliches Tool. Hatte ich auch benutzt. Habe ich, glaube ich, auch in einem der Tunesien-Videos auch gezeigt. Gut, also mehr ist eigentlich gar nicht zu sagen. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und ja, für eure eigenen Touren hoffentlich. Ihr seid ja nicht nur Stuhlmocker und guckt euch irgendwelche YouTube-Videos an, also hoffentlich zumindest nicht, sondern macht euch auch mal selber auf den Weg und erkundet die Welt. Ich kann es nur empfehlen, Afrika, ob es jetzt Afrika ist, Kleinasien, selbst nach Polen, ne, ist einfach mal was den Horizont erweitert, was eine Menge Spaß macht. Und mit der richtigen Ausrüstung, mit der richtigen Vorbereitung habt auch daran Spaß. Ja, und braucht euch keine Sorgen machen, dass ihr irgendwo strandet oder halt, schlecht vorbereitet, eine schlechte Zeit habt im Ausland. Ja, in diesem Sinne, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Alle Videaci. Ciao, ciao.